Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der VfL Wolfsburg 2 empfängt in der Regionalliga Nord die zweite Mannschaft des HSV. Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images, Imago, 25. Februar 2019, 16.26 Uhr. In der Regionalliga Nord kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden zweiten Mannschaften von Wolfsburg und Hamburg. Sport 1 überträgt die Partie live im TV. In der Regionalliga Nord geht es nach einer langen Winterpause wieder um Tore und Punkte. Am 23. Spieltag treffen die zweiten Mannschaften von Wolfsburg und Hamburg aufeinander ab 20.15 Uhr live im TV und Stream, während der VfL als souveräner Spitzenreiter weiter den Aufstieg in die 3. Liga ins Visier nimmt, steht der HSV als 11. im Niemandsland der Tabelle. Der Tabellenführer startet mit personellen Problemen und muss auf Torjäger Daniel Hanslik verzichten. Trotzdem geht die Reserve der Wölfe selbstbewusst in die Partie. Mit gutem Grund, denn die Heimspielstatistik kann sich sehen lassen. 9 Siege, 2 Remis und 0 Niederlagen stehen vor heimischem Publikum zu Buche. Mit 53 Punkten führt das Team von Trainer Rüdiger Ziel die Tabelle der Regionalliga Nord an. Der Abstand auf Verfolger Lübeck beträgt bereits 6 Punkte. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt das Team außerdem die beste Defensive der Liga. HSV 2 mit personellen Problemen, keine einfache Aufgabe für den HSV 2. Zumal die Hamburger bislang erst 8 Punkte auf dem Auswärtskonto verbuchen konnten. Hoffnung macht die zuletzt nach oben zeigende Formkurve. 8 Punkte aus 5 Partien erarbeiteten sich die Hanseaten. Sport 1 präsentiert auch in der Rückrunde ausgewählte Topspiele aus der Königsklasse der Amateure live im Free TV. Das Kommentatorenteam bilden Oliver Forster, Thomas Herrmann und Markus Höhner. So können Sie Wolfsburg 2, HSV 2 live verfolgen. TV, Sport 1 Stream, sport1.de